Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Präsentation. Wir möchten euch heute das CES-Zentrum für maritime Technologien vor der Insel Helgoland vorstellen, mit dem wir als Projekt Aqua Campus Mitglied der Aquaventus-Familie sind. Aquaventus kümmert sich um die Herstellung von grünem Wasserstoff auf der Hohen See durch Offshore-Windkraftanlagen. In diesem Testfeld betreiben wir zusammen mit den Partnern des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz und der Jacobs-Universität eine Entwicklungs- und Erprobungsumgebung für maritime Technologien. Gemeinsam mit meinem Kollegen René Neuholz führe ich euch durch diese Präsentation. Mein Name ist Hanno Schnaas und wir arbeiten beide beim Fraunhofer IFAM in Bremen. René, bitteschön. Für unsere Arbeiten im maritimen Sektor haben wir uns mehrere Motivationen herausdestilliert, die wir jetzt im Folgenden einmal kurz erläutern werden. Zwar ist es so, es ist ein unmittelbares Gebot, die Energiewende weiter voranzutreiben. Und das funktioniert nur, indem die maritime Energiegewinnung ausgebaut wird, und da ist eindeutig das Stichwort Offshore-Windenergie, denn Wind gibt es bekanntlich auf See genügend. Das maritime Ökosystem ist gleichzeitig eine wichtige Quelle für Rohstoffe und Nahrung, und entsprechend nachhaltig muss hier eine Bewirtschaftung erfolgen, denn der Nahrungsbedarf für einen Großteil der Weltbevölkerung hängt davon ab. Die industrielle Nutzung sollte auch minimalinvasiv sein, also so gering wie möglich, denn die Meeresökosysteme sind sehr sensibel und schon beansprucht genug. Es gilt allerdings, gewisse Defizite dabei zu überwinden. Zum einen ist diese anspruchsvolle Umgebung eine große Herausforderung für Mensch und Material, und deshalb müssen vielfach sehr zeit- und kostenintensive Inspektionen und Wartungen durchgeführt werden. Weiter können auch Entwicklungen, die im Labor getätigt worden sind, nicht eins zu eins in die Realität, in die Offshore-Umgebung übertragen werden, denn es fehlt teilweise an Tests unter Realbedingungen, und entsprechend besteht hier eine gravierende Entwicklungslücke. Und was es genau mit dieser Entwicklungslücke auf sich hat, erzählt uns Hanno jetzt. Ganz genau. Wie man sehen kann auf dieser Folie, ist es relativ einfach, entsprechende Technologien im Rechner zu simulieren und später auch im Labor- und Technikerumgebungen zu testen und zu erproben. Aber leider ist es nun so, dass der Ozean und die Meere, in denen diese Technologien später funktionieren sollen, leider nicht immer so friedlich und ruhig daliegen, wie auf diesem Foto ganz rechts zu sehen. Meistens ist die entsprechende Umgebung da sehr viel anspruchsvoller, sehr viel rauer und es ist eine große Herausforderung, unter diesen Umgebungen Technologien zuverlässig einsetzen zu können. Und genau da setzt unsere Entwicklungsumgebung an. Mit dem Testfeld wollen wir erreichen, dass es möglich ist, genau unter diesen sehr schwierigen Bedingungen draußen auf der Nordsee oder im sonstigen Offshore-Bereich entsprechende Technologien sicher zu gestalten und die Entwicklung so zu machen, dass sie wirklich nachher unter diesen Umgebungsbedingungen auch funktionieren. Was genau es mit diesem Testfeld auf sich hat und wo es genau liegt, das erfahren wir jetzt wieder von René. Ja, wie sieht eigentlich die aktuelle Situation vor Helgoland aus? Das ist hier einmal gezeigt. Und zwar sieht man im Norden der Insel, betreibt das Alfred-Wegener-Institut das Testfeld Margate. Hier handelt es sich um ein eher kleineres Testfeld mit geringeren Wassertiefen. Allerdings bestehen dort Strom- und Internetanschlüsse. Also hier können kleinere Sensoren und elektronische Geräte getestet werden. Ein weiteres Testfeld für größere Gerätschaften befindet sich im Südwesten der Insel, hier als Offshore 2 zu sehen, etwa 1 mal 5 Kilometer groß. Das ist ein Bereich außerhalb des Naturschutzgebietes, der mit Tonnen für die Seeschifffahrt gekennzeichnet ist. Und hier besteht die Möglichkeit für vielfältige Tests, sowohl unter Wasser als auch auf dem Wasser und über dem Wasser. Und wie genau dieses Offshore-Testfeld aussieht,
erzählt uns Hanno. Ganz genau. Hier auf der Folie kann man es in einer Grafik ungefähr erkennen, wie es später einmal aussehen soll. Es soll auf jeden Fall eine Test- und Entwicklungsumgebung werden, die als Herzstück eine Gründungsstruktur einer Offshore-Windkraftanlage beinhaltet. Das ist dieser gelbe Gittermast, der in der Mitte zu sehen ist. Und diese Infrastruktur können wir dafür benutzen, um zum Beispiel mit Unterwasserfahrzeugen verschiedene Erprobungsmissionen zu fahren und zum Beispiel mit dem Teil der Gründungsstruktur, die über dem Wasser zu sehen ist, die können wir nutzen, um mit Drohnen entsprechende Anflugmanöver zu üben oder Inspektions- und Instandhaltungsmissionen zu erproben, die jetzt ganz aktuell in der Entwicklung sind, die heutzutage noch nicht eingesetzt werden können, aber von denen wir glauben, dass sie in der Zukunft eine Menge dazu beisteuern können, dass der offshore erzeugte Strom bzw. Wasserstoff kostengünstiger wird und auch das Risiko und die Gefahren für den Einsatz von Menschen in diesen eher menschenfeindlichen Umgebungen deutlich reduziert werden können. Es hat also zwei wichtige Aspekte. Einmal die Einsparung von Kosten und natürlich auch die Erhöhung der Sicherheit für Leib und Leben der Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten müssen. Im Detail schauen wir uns diese Plattform jetzt nochmal auf der nächsten Folie an und dazu wieder René. Ja, wir als Fraunhofer IFAM, haben wir gerade gehört, legen da einen besonderen Fokus auf die unbemannten Flugsysteme oder Drohnen genannt. Und wir sehen da eine sehr große Motivation in der Zeit- und Risikominimierung für zum Beispiel Inspektionsarbeiten. Denn heutzutage wird das vielfach durch Industriekletterer gelöst. Und wenn man zukünftig diese Arbeiten durch Drohnen erledigen könnte, wäre das ein erheblicher Zeitgewinn. Allerdings sind diese Offshore-Bedingungen auch für diese Fluggeräte nicht ganz einfach, denn jeder weiß, wer schon mal eine Drohne geflogen ist, bei Wind und Wetter birgt das so seine Herausforderungen. Und unsere Aufgabe ist es, genau diese Offshore-Tauglichkeit dieser Flugsysteme so zu verbessern, dass hier die Einsatzfähigkeit über das ganze Jahr gewährleistet ist. Und zum anderen ist ein großes Potenzial in der Aufgabe von Transporten auf zum Beispiel solche Offshore-Plattformen. Denn hier wird häufig noch der Helikopter genutzt und diese Drohnen funktionieren elektrisch und können somit zum Beispiel auch über Brennstoffzellen angetrieben werden und man hat eine erhebliche Ressourceneinsparung und schont gleichzeitig das Klima, wenn man weniger Helikopter benötigt. Über die weiteren Ziele, die wir mit Aquacampus verfolgen, kann uns Hanno jetzt mehr erzählen. Genau, denn wir sind nicht nur daran interessiert, Technologien zu entwickeln, zu testen und zu erproben, denn wie der Name Aquacampus schon sagt, und wie man auch an unseren weiteren Partnern im Konsortium sehen kann, sind wir auch darauf bedacht, dass wir auch einen Bildungsauftrag verfolgen. Das heißt, wir wollen dafür sorgen, dass zum Beispiel Studierende schon sehr früh während ihres Studiums mit diesen neuen Technologien in Berührung kommen und lernen, damit umzugehen. Darüber hinaus möchten wir natürlich auch nicht nur die Studierenden, sondern auch die Leute ansprechen, die schon im Beruf stehen und sich aber entsprechend weiterqualifizieren wollen oder müssen. Das heißt, entweder Spezialisten werden im Bereich der Wartung und Instandhaltung von autonomen Unterwasserfahrzeugen oder zum Beispiel eine Fortbildung oder Ausbildung zum Drohnenpiloten machen möchten, um später im Offshore-Bereich als solcher zu arbeiten. Als weiteren wichtigen Baustein sehen wir, dass wir unser ganzes Know-how und die Test- und Entwicklungsumgebung auch für die Wissenschaft anbieten wollen, um weitere wissenschaftliche Institute aus Deutschland oder auch aus dem europäischen Ausland einzuladen, diese Entwicklungsumgebung mit uns zusammen zu nutzen. Natürlich gilt das Angebot auch für die Industrie und die Wirtschaft. Auch hier sind wir offen und freuen uns, wenn die entsprechenden Firmen mit uns zusammen Entwicklungsschritte gemeinsam durchführen und letztendlich bis zur Erstellung eines Demonstrators oder eines Prototyps mit uns gemeinsam unsere Entwicklungsumgebung dafür nutzen. Was das Ganze jetzt mit dem Standort auch in Cuxhaven zu tun hat, dazu hören wir jetzt noch was von René.
Genau, denn wir als Fraunhofer IFAM sind in Bremen ansässig. Und man kann es schon auf dieser Karte fast geografisch erahnen. Cuxhaven, Helgoland, das ist sozusagen für uns das perfekte Bindeglied auf einer Art Perlschnur. Also wir sehen in Cuxhaven sehr große Potenziale als Bindeglied zwischen Helgoland und unseren Testfeldaktivitäten und unserem Heimatstandort in Bremen. Cuxhaven ist dabei auch gleichzeitig das Zentrum natürlich der Offshore-Industrie und entsprechend wichtig ist es, hier mit Kunden in Kontakt zu kommen und die Bedürfnisse und auch die Erfahrungen der Offshore-Industrie mit einzubinden in die Beantwortung der Forschungsfragen. Gleichzeitig bietet Cuxhaven die idealen Möglichkeiten, als exponierter Küstenstandort schon erste Vortests durchzuführen, sodass hier bereits Möglichkeiten zur Adaption und Anpassung von Entwicklungen gegeben sind, bevor sie dann ins Testfeld unter den Offshore-Bedingungen überführt werden. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer kleinen kurzen Präsentation über unser maritimes Testfeld vor Helgoland und unserem Projekt Aquacampus. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen näher bringen, was wir mit diesem Vorhaben verfolgen. Wir hoffen, dass wir euch damit nicht zu sehr gelangweilt haben und ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen konnten für unsere wissenschaftliche Fragestellung, die wir da verfolgen wollen. Wenn es Interesse geweckt hat, dann freuen wir uns über einen Besuch unter dem Link maritimestestzentrum.de und wünschen ansonsten noch weiterhin viel Spaß mit den Cuxhavener Wasserstofftagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke. Tschüss. Tschüss.